Deine Batterie ist kaputt. Welcome to episode number 3 of Mercedes EQ Enthusiasts. We're back in Immendingen. It's freaking cold, but it's absolutely worth it because I'm going to introduce you to our brand new EQA. And now we're going for a test drive and we meet an engineer who has been developing alternative drives for Mercedes-Benz for almost 20 years and who is an absolute luminary in his field. Come on. Hi Dennis, grüß dich. Cool, dass du da bist. As you can hear, the next part will be in German, so you should probably activate the subtitles below or if you watch on a mobile device in the corner above. Martin, das ist dein EQC? Also das ist mein EQC, den habe ich jetzt seit 4-5 Monaten und ich bin mega zufrieden. Ich will nichts anderes mehr fahren. Was machst du bei Mercedes? Ich habe schon gehört, du bist seit über 20 Jahren dabei. Aber was ist dein Jobprofil quasi? Ja, schon ein paar Tage bin ich schon dabei, in der Tat. Also die letzten Jahre, die standen aber komplett im Zeichen der Elektromobilität. Okay. Und da war ich verantwortlich für die Entwicklung des E-Drives vom EQC und jetzt dann halt für den EQA. Ja? Und da habe ich zwei für dich mitgebracht. Darum geht's heute, was machen wir? Also wir werden heute mal ein bisschen rumfahren. Ich habe nämlich gehört, du willst irgendwie richtig EV-Experience. Heute bin ich mal Testfahrer für einen Tag, genau. Und das darfst du erleben. Wir fahren ein bisschen über Landstraßen, wir fahren ein bisschen Berg rauf und runter. Ja? Und anschließend habe ich noch ein paar Experimente dabei und die gucken wir uns halt mal an. Das machen wir sehr gern. Welchen darf ich nehmen davon? Such dir einen aus. Komm, ich nehme die goldene Mitte. Hast du einen Schlüssel? Dann ist das dein Schlüssel. Dann steigen wir ein. Einsteigen. Let's go. Kommt mal mit. Ah, das sieht gut aus. EQA Testfahrt, die erste, sie beginnt. Martin, wir haben uns telefonisch zusammengeschaltet. Ich hoffe, du kannst mich gut hören. Dennis, ich höre dich super. Perfekt. Sag mir, wo sind wir hier in Immendingen? Wo hast du mich hier hingeführt? Also wir sind jetzt hier erstmal in Immendingen auf der Landstraße, die wir erstmal hier abfahren. Und wir kommen ja nachher auch, wie schon gesagt, auf die Bergstrecke. Okay, jetzt sitzen wir im EQA, aber du hast mir eben erzählt, du hast auch ganz viel beim EQC mitentwickelt oder für den EQC entwickelt. Was genau hast du da gemacht? Genau, ich war beim EQC, war ich für die Entwicklung des E-Drives verantwortlich und genau das gleiche bin ich halt auch für den EQA. Und hier will ich dir einfach mal zeigen, worum es halt einfach geht beim EV-Fahren und was so die Hauptthemen halt sind, womit wir uns auch beschäftigt haben. Ja, ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was der EQA so zu bieten hat und wie erfahren wir das am besten, Martin? Soll ich mal rauftreten und mal gucken, was passiert? Versuch doch einfach mal spontan durchzutreten. Blinker links und gib ihm. Ah, das klappt gut. Das klappt sogar so gut, dass der Martin an sich gesagt hat, dass dort eine kleine Bodenwelle eingebaut ist. Ja, nee, du sollst ja auch den Komfort spüren vom Fahrzeug. Alle EQA perfekt weggebügelt, kann ich mal sagen. Martin, jetzt haben wir hier die Landstraße hinter uns. Was kommt als nächstes auf mich drauf zu? Worauf muss ich mich vorbereiten? Genau, wir sind jetzt hier gerade den Berg raufgefahren. Das hast du ja gerade schon super gemerkt. Und wir gehen jetzt in die Bergstraße rein und da geht es dann erstmal runter. Und da lernen wir mal ein bisschen das Thema Rekuperation. Martin, sag uns noch mal vielleicht für die Zuschauer, die zum ersten Mal dabei sind, was bedeutet Rekuperation überhaupt? Rekuperation bedeutet, dass ich über die Elektromaschine, über den Elektroantrieb einfach verzögere, wie ein Dynamo. Das heißt, ich gewinne einfach die Energie wieder und sammle die halt ein. Also ich benutze gar nicht die Bremse dafür. Ganz einfach, wir könnten die Bremse quasi ausbauen und gehen einfach nur vom Fahrpedal und das Auto bremst uns automatisch ab, aber gewinnt dabei die Energie zurück. Das heißt, es geht eigentlich nichts verloren. Besser kann man es nicht machen. Ja, genau. So, jetzt hast du vorhin gesagt, aber es gibt auch noch verschiedenste Stufen der Rekuperation. Was hat es damit auf sich? Das hat unterschiedliche Aspekte. Ein großer Vorteil ist halt, dass der Fahrer die Rekuperationsstufe so wählen kann, wie er sie halt will. Der eine will halt immer einfach nur segeln. Ja? Dann kann er halt auf Segeln halt gehen.
Der andere, so wie ich es gerade gesagt habe, so ein D-Fahrer, ein One-Pedal-Fahrer, der fährt halt immer mit D-. Andere, die fahren einfach D-Auto, ja, und du wirst halt unterstützt. Und die Möglichkeit wollen wir halt einfach dem Fahrer halt geben. Und deswegen haben wir dieses Spektrum auch so weit gemacht, vom Segeln bis zu D-. Also das ist ein sehr breites Spektrum, was du halt wählen kannst. Ich erwische mich selbst leider dabei, wie ich ständig an den Pedals herumspiele und wieder irgendwas Neues ausprobiere. Ich bin ja nicht ganz so konsequent wie der Martin, aber es macht einfach viel zu viel Spaß. Sag mal, Martin, du bist ja auch jemand, bei dem ich das Gefühl habe, da ist das EQ-Logo direkt auf der Brust tätowiert. Was fasziniert dich an den Produkten so? Kannst du das überhaupt in Worte zusammenfassen? Ja, das kann ich schon in Worte zusammenfassen. Das ist natürlich schwierig, ja? Aber eigentlich dann auch wieder ganz einfach. Es sind im Prinzip zwei Hauptdisziplinen, die mich total faszinieren. Ja? Das ist die absolute Ruhe, die du in dem Fahrzeug hast. Und da geben wir so viel Gas, ja? Damit wir die Fahrzeuge wirklich, wirklich leise hinkriegen. Ja? Und das andere ist die absolute Agilität, die du halt hast. Ja? Und das bereitet mir so viel Spaß. Jedes Mal, wenn ich damit fahre, ich bin so froh mit meinem Wagen, den ich jetzt halt habe, den EQC. Und auch mit den jetzigen Produkten, die wir da jetzt halt bringen, hier den EQA. Jetzt in der Kompaktklasse, auch hier der große, große Komfort, den wir halt bieten. Also das bereitet mir echt so viel Spaß. So Martin, du hast ja was vorbereitet, hast du gesagt. Wo geht's denn jetzt noch hin? Dafür, jetzt wo wir so schön rekuperiert haben, ja, du auch dich an das Rekuperieren so gut gewöhnt hast, ja, die ganze Zeit hier nur noch im One-Pedal halt fährst, fahren wir hier auch weiterhin nochmal den Berg hier halt schön runter im D-, zu der Halle, wo wir uns dann gleich eine kleine Überraschung halt anschauen. So, Dennis, so sind wir hier unten angekommen. Da sind wir. Ich habe dir ja versprochen, eine Überraschung. Ich bin gespannt, ja. Ja. Es kann losgehen. Weißt du, bist mutig, ja? Also los geht's, ja? Fass in die Felgen. In die Felgen? Ja, auf die Bremsscheibe drauf. Pass auf, es ist heiß. Ich vertraue dir jetzt. Martin, mach keinen Scheiß hier. Ja. Der ist kalt. Ich weiß. Wir haben so gut rekuperiert. Exakt, ja. Haben wir die Bremsen gebraucht? Frage nicht. Also naja, nach deinem Training und den ganzen Pedals, da war ja, brauchte ich ja gar nicht mehr Bremsen. Und was sagt uns das? Also klar, wir haben die Bremsen nicht gebraucht. Ja. Mhm. Das heißt, du hast ja weniger Verschleiß, Lebensdauer. Stimmt. Ja. Du hast die Energie halt ins Auto zurückgewonnen. Du hast nämlich keine Wärme dort halt produziert. Ja. Und du hast auch keinen Abrieb dort halt erzeugt. Aber von dem ganzen Rekuperieren, wie viel Reichweite hat er denn trotzdem? Kann man das sagen? Also wir haben hier beim EQA 426 Kilometer Reichweite im WLTP. Ja. Ja. Aber die Reichweite ist nicht alles. Ja. Du musst das Gesamtpaket halt betrachten, wie du dann halt zur Reichweite kommst. Und das sind im Wesentlichen drei Faktoren. Ich nenne sie mal magisches Dreieck. Das ist die Batteriegröße, ja. Das ist die Ladeleistung und das ist der Verbrauch, die Effizienz. Ja. Batteriegröße, Ladeleistung, Verbrauch. Exakt, genau. Okay. Ja. Weil die Effizienz, der Verbrauch, der geht nämlich nicht nur in die Reichweite ein, sondern halt auch, wie viel du in einer Viertelstunde beispielsweise mal als Zahl nachladen kannst. Ja? Weil du lädst ja nur Kilowattstunden rein. Mhm. Aber diese Kilowattstunden, damit machst du wieder Strecke. Und wenn du niedrigen Verbrauch hast, hast du mehr Kilometer in einer Viertelstunde geladen. Und wie schnell lade ich so? Ja. Ich habe ja gehört, ich lade eigentlich 80% erst nur auf. Ja. Lass uns mal eine Lade-Challenge machen. Ja? Das ist, ich habe eine Überraschung versprochen, ich habe eine Challenge versprochen. Und okay. Das ist genau der Übergang zur Ladeleistung. Pass mal auf. Hier eine kleine Challenge. Das Glas schneller aus. Nein. Dein Glas, mein Glas. Ja? Mhm. Wenn es voll ist, ist 100%, klar. Davon gehen wir aus. Hier ist die Karaffe, da ist eine Ladesäule. Ja. Und wir machen keine AC-Ladesäule, ja, sondern wir machen jetzt hier eine richtige Schnellladesäule. Volle Power, oder was? Also, Full Power. Mach ich lade das Glas voll. Ich lade das Glas voll. Ja. 100% ist Ziel. 100% ist Ziel. Okay, los geht's. Oh. Na komm, so schlecht bin ich nicht. Nee, guck mal hier, das ist über 100%. Deine Batterie ist kaputt. Okay. Das ist nicht gut. Da bleibt was aus. Ey, ich meine, du hast eine gute, hohe Ladeleistung gehabt, ja? Ja, aber? So. Wie geht's? Möglichst viel und dann zum Schluss. Erst hast du einen ganz großen Strom, Wasser reinpacken und zum Schluss kommt der Rest. Genau. Heißt erst sehr, sehr schnell und dann der letzte Rest. Ja, genau. Und zuletzt kannst du halt, musst du halt auf die 100% halt hingehen, ja. Ja, auf die Spannung.
Und deswegen kannst du nicht komplett die Ladeleistung fahren bis 100%. Aber Laden ist ja generell so ein Thema. Jetzt mal Hand aufs Herz. Die Infrastruktur ist irgendwie noch nicht 100% ausgebaut, oder? Die Infrastruktur ist immer noch nicht ganz 100%ig ausgebaut, aber da gehen wir jetzt gleich mal hin. So, Infrastruktur ist ein kritisches Thema, Dennis. Vollkommen klar. Also, das ist aber jetzt erst der Anfang. Ja? Es muss weitergehen. Die Anzahl der EVs, die werden viel, viel mehr. Da muss die Ladeinfrastruktur ganz kräftig halt nachziehen. Mhm. In Deutschland, ja, glaube ich, können wir das halt hinkriegen. Ich sage mal, Deutschland ist so wie das Texas für Strom. Du kannst in jede Straße ein Loch bohren, ja, und du kriegst Strom daraus. Ja? Aber auch Grünstrom? Grünstrom, das ist enorm wichtig. Ja? Und da haben wir jetzt hier mit Mercedes Me Charge. Okay. Ab dem EQA. Ist integriert. Ist integriert. Und an 175.000 Ladepunkten in Europa nur Grünstrom. Ja? Und das ist eine Ansage. Ja? Also, ich fahre mit meinem EQC eigentlich nur noch grün. Ja? Zu Hause in meiner Wallbox habe ich auf Grünstrom umgeschaltet. Ja? Wahnsinn. Und unterwegs mit Mercedes Me Charge. Also, besser kann man es nicht machen. Bist total CO2-neutral unterwegs. Wenn doch noch mehr Leute so wären wie du, Martin, dann. Deswegen drehen wir die Folge, deswegen bist du heute hier. Und ich glaube, ein bisschen hat es dir Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich fand es super cool, wie du es gemacht hast. Ich auch. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Nicht nur von dem Produkt, sondern auch von den ganzen Insights, die du mir gegeben hast, den ganzen Infos. Es war echt sehr, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ich verspreche dir, das EV-Fahren wirst du auch noch lieben. Es ist anders, aber deswegen nicht schlechter. Absolut, das stimmt. Guys, today we have met our third enthusiast, Martin, and I think he did a pretty good job. The EQA is an impressive electric vehicle in the compact segment, and it was so much fun today. Whenever you will have the chance to go for a test drive with the EQA, just do it. The driving experience is outright thrilling, with the full torque being available from the very start, but it's also suitable for everyday use. So, hope we see each other on the next episode, and I also hope that you like today's as well. And if so, click like, share it with your friends, leave a comment, and don't forget to subscribe to our channel. See you guys. Bye-bye and take care.